Hallihallo, Hallöchen und willkommen an diesem wundervollen Montagmittag, kurz vor meiner schönen Mittagspause, zu einer kleinen weiteren Runde Titan Quest. Und wir legen sofort los hier, die ganze Palette wird aktiviert, zack, alle werden sie beschworen, unsere treuen Begleiter. Und dann geht's rein in die große Pyramide. Quatsch, große Pyramide, jetzt bin ich schon komplett verloren. Die große Sphinx, ja, steht ja auch oben rechts. Denn wir wollen das Auge des Chaos und die Hand des Gleichgewichts. Und ich glaube, hier findet man die Hand des Gleichgewichts in diesem, in der Sphinx. Das Auge des Chaos kommt dann später in Fayum. Dazu dann mehr, wenn wir soweit sind. Ich habe ein paar Veränderungen an den Audioeinstellungen vorgenommen. Ich hoffe, dass es trotzdem soweit passt, dass meine Stimme und das Spiel, ne, also meine Stimme ein bisschen lauter als das Spiel, dass man aber trotzdem die schöne Musik genießen kann. Kennt ihr ja. Dann nehme ich hier mal auch mal die ganzen Tränke alle mit. Wir brauchen sie eigentlich gar nicht, ne? Also eigentlich nehme ich die Tränke ja nur mit, um sie nachher sowieso wieder zu verkaufen. Denn das ist gar nicht mehr notwendig. Wir haben hier unsere Heilung und die gehen ja sowieso lieber auf unseren Golem. Der hier schön alles wegtankt. Da gibt es keine Probleme. Der kriegt jetzt auch direkt erstmal sein Schild. Ja, ein paar Tage ist es jetzt schon wieder her. Beziehungsweise sogar ein paar Wochen. Aber jetzt hatte ich dann doch mal wieder Bock, auch neben Scarlet Nexus, was ja jetzt momentan gerade läuft, dann doch mal wieder ein paar von den alten Projekten auch zu bringen. Ihr seht, ich mache das immer so ein bisschen nach Lust. Ich halte mich jetzt auch gar nicht mehr hier irgendwie daran, ein Projekt fertig machen und auch definitiv, wenn ich keine Lust mehr drauf habe, irgendwie trotzdem ein Projekt erst durchziehen und dann das nächste anfangen. Ich mache so ein bisschen gemischt. Ich mache wirklich immer genau das, worauf ich gerade Bock habe, das nehme ich auch gerade auf. Auch wenn es ein kleines Wirrwarr, ein kleines Kunterbunt auf meinem Kanal dann geworden ist. Ich hoffe mal, das ist für euch kein Problem. Gibt es halt ein bisschen Abwechslung. Wer dann natürlich ein Projekt ganz besonders mag, ja, der wartet natürlich dann ein bisschen länger, bis der nächste Part kommt. Notfalls kann man mir natürlich auch immer gerne unter die Kommentare schreiben, wenn man ein Projekt sehr, sehr geil findet, kann ich ja ein bisschen spezieller mich darauf konzentrieren. Solange aber nichts kommt, mache ich immer von allem so ein bisschen was, ja. Das, was man so auf Steam findet, das, was ich so persönlich gerade nice finde, das ist dann auch immer das, was kommt. So, der Wolf kriegt Heilung. Haben wir da unten jetzt eigentlich alles gesehen? Ja, sehr gut. Ja, ist ja wirklich unfassbar, wie OP man ist, oder? Mit diesem Bild. Also, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Wir haben jetzt natürlich auch gutes Equip schon. Und unser Level ist auch nicht schlecht, aber es ist jetzt auch nicht überdimensional krass. Ja. Dass wir trotzdem hier so gut Schaden machen und so gut unsere Helfer hier gleichzeitig auch noch das Tanken, ist echt nice. Also, das ist auf jeden Fall für den normalen Playthrough ist das erstmal ein sehr guter Bild. Für episch vielleicht auch noch. Bei legendär, ja, da könnte es dann schon ein bisschen kritisch werden. Da werden die Wölfe nicht mehr ganz so krass sein, wahrscheinlich. Aber wir spielen ja hier sowieso nur noch einmal in normal durch, denn das Komplettpaket, das gab es auf meinem Kanal ja auch schon. Noch mehr kannst noch du mehr nicht kannst noch mehr kannst du nicht. Und sogar im Extremmodus, ja, mit Math Boss. Wo man an der Stelle hier übrigens dann nochmal das Spiel beenden musste, weil die Statuen, die gleich kommen, beim Math Boss rumgeleckt haben. Ich werde auch immer so ein bisschen vorausspoilern in dem Game. Nehmt mir das nicht übel, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, jeder kennt Titan Quest, der sich hierher verirrt. Wer es wirklich wegen der Story guckt, ja, der muss halt hier jetzt damit leben, dass ich so ein paar Dinge vorausnehme, die jetzt in den nächsten 10, 20, 30 Minuten sowieso passieren würden. Ich spoilere jetzt natürlich nicht schon den nächsten Akt. Das mache ich im Regelfall eher nicht. Ansonsten gibt es, wie gesagt, auch immer noch das Math Boss LP. Da habe ich versucht, wirklich komplett spoilerfrei zu bleiben. Weil es ja auch wirklich das erste Titan Quest Let's Play auf dem Kanal war. Nun gut, wir stehen kurz vom Level ab und was wollte ich denn genau eigentlich nochmal skillen? Die Nymphe wollte ich erstmal komplett hochknallen, ne? Kann das sein? Ich glaub schon. Was ist mit den Wölfen hier? Könnte man mal einen Punkt reinstecken. Das ist halt auch richtig wild. Stärke des Rudels. Was auch dann gleichzeitig hier verbunden ist mit der ersten Passiven von der Nymphe. Aber 8 Punkte sind halt echt krass. Also jetzt momentan. Ich will erstmal jetzt, wir sind schon sehr, sehr stark. Ich will jetzt erstmal nochmal so viel wie möglich in die Helfer an sich, oh Gott, das ist ein Heldenmonster, so viel wie möglich in die Helfer an sich reinscheppern und dann, wenn wir es nicht mehr nötig haben, Punkte da rein zu investieren, dann können wir die Punkte ins Hochgehen investieren, ins Hochklettern im Fähigkeitsbaum und dann funktioniert das auch. Ist er schon tot? Lol, das ist schon gestorben. Noch mehr ist ein Lappen. Kannst du nicht tragen. Nee, das war ein grünes Item, aber das hier ist kein grünes Item.
Na, nee, der blaue Helm ist noch ein bisschen besser. Er muss auch gleich verkaufen gehen, fällt mir gerade mal auf. Ist ja alles voll hier. Ja, werden wir dann eh gleich machen. Jetzt kommt erstmal ein Boss, wie man schon an der Tür unschwer erkennen kann. Hier hat jemand noch nicht sein Schild, jetzt haben wir es alle. Die Beschwörung. Mit einer epischen Musik. So, und was wir hier jetzt sehen, sind Urschreine. Wenn wir die zerstören, dann wacht Pharaos Ehrenwache nämlich auf. Und ein Kampf beginnt. Gegen diese Statue. Das Gute ist, dass man die hier nacheinander... wenn man natürlich Bogenschütze ist und man will viele Gegner auf einem Fleck haben, dann aktiviert man sie alle gleichzeitig. In diesem Fall macht es aber viel mehr Sinn, wenn wir sie alle nacheinander aktivieren und einzeln bekämpfen. Diese komischen Magier hier spawnen übrigens, je nachdem wie viele von denen noch übrig sind, spawnen die in dem Terrain hier auch immer wieder nach. Also es bringt nicht so viel gegen die jetzt schon zu kämpfen, weil die sowieso nachspawnen. Aber wenn nachher von den Schreien keiner mehr übrig ist, dann können sie nicht mehr nachspawnen. Oh, und Level Up, lol, so schnell. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Bitte mal alle vier auf ihn hier gehen. Warum machen die das nicht? So, jetzt. Kein Problem, die kriegen wir. Jetzt kann ich auch die beiden letzten eigentlich beide gleichzeitig aus dem Ding holen. Das dürfte jetzt auch kein so großes Problem mehr sein. Ja, wir machen ordentlich Damage. Also man sieht wirklich richtig dieser schöne Schub, den es dann immer gibt, wenn wir Damage machen, hier mit 170 Schaden pro Sekunde. Und wenn alle raufkloppen, natürlich umso besser. Zack, da haben wir sie. Sehr gut. Ich würde sagen, wir gehen erstmal 2 auf Geschicklichkeit. Sollte man auch nicht unterschätzen. Lebensstreuung auf jeden Fall jetzt ein Punkt. Ja, dann Nymphe 2. Nymphe 2 Punkte. Die soll ja auch schön krass sein. So, Herr mit der Hand des Gleichgewichts. Und Herr mit dem Inhalt der Truhe. Ah, leider nichts Besonderes. Wir könnten aber auf jeden Fall mal verkaufen gehen. Wir müssen sowieso wieder zurück nach Memphis. Weil wir haben jetzt, glaube ich, alles gesehen, oder? Ich habe ja vorher extra alles aufgedeckt in Gizeh, damit wir danach nicht mehr irgendwo rumgurken müssen. Eigentlich müssten wir jetzt alles gesehen haben. Sehr gut. Und jetzt bringe mir das andere Artefakt. Anschließend können wir mit der Beschwörungszeremonie beginnen. Können wir so machen. Ich hatte, glaube ich, noch mehr Quests abzugeben, ne? Ja, er hier nehme ich auch noch. Soll ich meinen Augen trauen? Ist das der Stab des Khufu? Osiris möge deine Feinde schlagen. Ich muss dich reichlich dafür belohnen. Hier. Mit diesem Stab haben wir Autorität. Mit Autorität die Führung. Mit der Führung darf Memphis im Kampf gegen die Monster wieder Hoffnung schöpfen. Freut mich, dass ich helfen konnte. Und dann hatten wir hier noch hier ne, die Alte mit ihrem Bruder, wo wir den Bruder da im Grab gefunden hatten, ganz genau. Genau wie ich befürchtet hatte. Aber den Göttern sei Dank. Unas lebt. Gesegnet seiest du, Fremder, für deine Hilfe. Dieser Wächter war nicht unser einziges Familienerbe. Nimm das. Es könnte nützlich sein. Robuster gravierter Ring könnte theoretisch... Ja, nee. Für mich nicht nützlich, aber der Gedanke zählt. Sagen wir es mal so. Zum Verkaufen ist er ganz gut geeignet, das stimmt wohl. Ein mächtiger Krieger aus einem fremden Land. Ich bin sicher, du findest hier genau das, wonach du suchst. Dann ordnen wir das hier alles mal wieder ein bisschen. Gucken hier gleich mal im Sortiment noch nach, ob der was Schönes hier hat, aber das sieht eher nicht danach aus. Ja, nee. Alles gut. Das passt schon.
So, weil ich aber so ein Geizkragen bin, reisen wir jetzt noch einmal zurück zum Portal und nehmen noch die ganzen Sachen, die ganzen gelben Sachen aus der Kiste mit. Die verscherbe ich jetzt auch noch. Na, ein bisschen Geld zwischendurch kann man ja immer wieder mal mitnehmen hier. Was interessant ist, ist hier für uns aber nicht dabei. Ich habe keine Zeit zum Plaudern. Ich bin zu... In Ordnung. Gut, das war's. Das war Part 1 von diesem zweiteiligen Gebiet hier. Ich glaube, der sagt sowieso wieder nur das, was wir schon gehört haben. Dann haben wir hier das Tor der Palme, Tor Nummer 2. Wie gesagt, wir könnten auch diesen Durchgang nehmen, von dem ich im letzten Part gesprochen habe, der direkt nach Fayum führt, aber dann würden wir hier das alles im Handwerksviertel verpassen und das wollen wir jetzt nicht unbedingt. Wir wollen ja alles mitnehmen. Sag mal, greift ihr auch nochmal an, Helfer, oder geht's euch sonst gut? Man kann die auch noch nicht auf aggressiv oder defensiv stellen. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Ist auch eine Sache, die erst in dem Mortal Throne ging. Dass man nämlich das Verhalten der Begleiter anpassen kann. Je nachdem, ob sie hier eben sehr aggressiv reingehen sollen, dann werden sie halt leichter getriggert und laufen direkt schon zum Gegner immer hin. Bei normal ist es so eine Mitte. Und bei passiv bleiben sie immer eher im Hintergrund, ja. Also das macht man in der Regel auch, glaube ich, nur bei Fernkämpfern passiv. Aber das geht hier noch nicht. Hier, schätze ich mal, ist es dann einfach auf normal. Also es sieht zumindest danach aus. Erfahrungsschrein. Vielen Dank für den Erfahrungsschrein. Königliche Kiste, da ist in der Regel, ja, viel Königliches ist da in der Regel nicht drin. Also die königlichen Truhen und vor allem dann diese Kugeln, die der Terkine droppt, diese mystischen Kugeln, das sind die besten Container, glaube ich, im Game. Und dann gibt es natürlich in The Mortal Throne noch diese ganz spezielle Truhe, die wir auch geöffnet haben in diesem Geheimgang. Das gibt es hier natürlich alles noch nicht. Dementsprechend die Kugel vom Endboss, glaube ich, der beste Container, den man haben kann im Game. Aber die Terkine sind auch echt nicht schlecht. Vor allem zum Farmen, weil sie ja nicht so schwer sind. Bieten sich zum Farmen sehr gut an, aber ich glaube nicht, dass wir Farmen brauchen. Ich denke mal, das ist nicht notwendig. Und ich grinde auch generell in Spielen immer nur, wenn ich es wirklich muss. Also wenn es jetzt nicht notwendig ist, grinde ich in der Regel nicht. Weil ich will mir auch die Kämpfe ein bisschen spannend und ein bisschen herausfordernd halten. Wenn ich immer 10 Level über jedem Boss bin, ja, na toll. Dann kann ich natürlich durchgasen komplett. Bringt natürlich nicht so viel für den Spielspaß. Man will es ja auch ein bisschen spannend halten. Der Glücksbringer des Weitblicks. Ah, ist glaube ich auch nicht ganz so nice. Zumindest nicht so nice wie das, was wir haben. Ich hätte wirklich ganz gerne mal irgendwie jetzt was mit Plus auf Fähigkeiten der Naturmeisterschaft. Ich weiß nicht, ob Plus 1 schon ausreicht, um den dritten Wolf zu holen. Oder ob man dafür plus 2 braucht. Und ich weiß auch nicht, ob das im alten Titan Quest überhaupt schon eingebaut war. Das ist ja sowieso das Witzige. Ich gehe einfach mal schon davon aus, weil für mich gibt es keinen Grund, wieso man quasi in Immortal Throne erst einbauen würde, dass man über dem Cap noch einen dritten Wolf hat. Das würde ich jetzt nicht verstehen. Das denke ich jetzt auch eher nicht. Aber es könnte ja eventuell sein. Also ich habe es noch nie ausprobiert. Ich hatte halt noch nie... hier im alten Titan Quest zumindest nicht 3 Wölfe. War noch nie über dem Naturcap. Und dementsprechend weiß ich es nicht. Oh. Okay, gut. Scheiße. Hab erst gedacht, das ist was für ein Magier, aber da habe ich mich getäuscht.
Man braucht Stärke. Jedenfalls hoffe ich einfach mal, dass plus einer über dem Cap schon ausreicht und dass man hier überhaupt, wenn man übers Cap geht, auch Natur bekommen kann. Also die Wölfe bekommen kann, nicht Natur, sondern wenn man über dem Cap ist, dass es auch tatsächlich bewirkt, dass man einen Wolf mehr beschwören kann. Das weiß ich nämlich auch nicht. Das ist etwas, was wir dann in der Zukunft sehen werden. Alter, werde ich verlangsamt. Wer ist das denn? Wer verlangsamt mich denn da so krass? Noch ein Schrein der Erfahrung. Die Schreine der Erfahrung sind heute auf unserer Seite. Oh shit. Eine Sekunde mal nicht aufs Leben geachtet, gleich halb tot. So. Neues Schild für mich bitte. Dann kriege ich auch nicht mehr ganz so schnell Schaden. Jetzt kombiniere ich hier erstmal wieder ein bisschen, sonst das nervt mich einfach, wenn hier alles durcheinander ist. Haben wir sowas hier schon? Amuns Ruhm? Amun-Ras Ruhm, meine ich? Nee, glaube ich ja nicht. Irgendwann verliert man hier auch den Überblick, ne, weil es so viele sind. Ja, ich glaube, ich kann hier nicht viel mehr kombinieren momentan. Doch, hier kann ich noch. Na gut, das dürfte erstmal passen. Oh, da ist noch was Schwarzes auf der Karte. Nein, das darf nicht sein. Hashtag no racism an der Stelle. Aber das Schwarze muss in dem Fall jetzt hier mal weg. Okay, das passt. So, da oben kommt der nächste Brunnen. Und da würde ich auch tatsächlich sagen, beenden wir den Part an der Stelle. Ich glaube, die 20 Minuten haben wir so ungefähr. Ist doch immer eine perfekte Partlänge. Kleiner, minimaler Cliffhanger für diejenigen, die noch nicht wissen, was uns in Fayum erwartet. Ihr erfahrt es dann im nächsten Part. Haut rein, Leute, bis dahin und ciao.